das ist ja richtig geil. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, die ist auch mit Luft, aber die hat ja richtig Schaumstoff. Die ist richtig gut. Aber kurz Haare richten. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute mit Sabrina unterwegs. Sie kennt wahrscheinlich alle sowieso. Wir haben heute etwas Großes vor. Und zwar wollen wir... eine Axt bauen. Genau. Wir wollen Äxte bauen. Erst hatten wir überlegt, dass wir Bögen bauen. Das ist aber für uns, weil wir in der Holzbearbeitung noch nicht ganz so sicher unterwegs sind, für ein Wochenende zeitlich einfach nicht zu schaffen. Wir sind tatsächlich auf dem Hof von Michael. Das ist ein guter Bekannter von mir. Und der kennt sich aus. Von daher werden wir auch gut an die Hand genommen. Der hat einfach so viel Wissen. Wir haben jetzt schon so viel gelernt. Mal sehen, wie weit wir dann heute kommen mit unseren Äxten. Mal gucken, ob wir es hinbekommen. Ja, ich bezweifle das. 100%, das wird gut. Nein, das kriegen wir bestimmt hin. Ohne Verletzungen, ohne Todesopfer. Vor allem, wir sind beide so zwei Tollpatsche, ne? Ja. Hm. Na gut. Also, wenn das Video online geht, haben wir es überlebt. Ja. Also, let's go, Freunde. Ich bin Micha. Ich wohne hier. Und ich gebe hier Kurse im Bogenbau und im Bogenschießen. Und natürlich alles Artverwandtes mit Messern und Äxten und dergleichen. Kommt so ein bisschen auch aus meiner Berufstradition aus dem Forst. Von daher ist hier eine Menge Wissen, was man mitnehmen kann. Ich würde sagen, legen wir los, oder? Wir haben diese Axtköpfe aus etwas größeren Axtköpfen rausgeschnitten, weil die somit etwas an Gewicht verlieren und trotzdem immer noch ein Optimalgewicht haben. Also ich finde, die Axtköpfe, die du so im Baumarkt kaufen kannst, die sind meistens ein bisschen zu schwer. Relativ leichte, aber dennoch schöne und effektive Axtköpfe. Der Axtkopf ist gar nicht so glänzend, wie man ihn im Baumarkt so bekommt. Das liegt daran, dass wir den brüniert haben. Das ist eine Methode, um Eisen bzw. Metalle vor Korrosion zu schützen. Und das macht man, indem man Essigessenz erhitzt und diese Axtköpfe dort eben einlegt. Und durch irgendeinen chemischen Vorgang wird das Metall dunkel, etwas matter und verliert eben diesen Glanz, den es ursprünglich industriefertig hat. Schützt aber zeitgleich so vor Korrosion, muss man auch nicht so oft pflegen wie, ich sag mal, so blank polierte Äxte. Hat da diesen ganz einfachen und simplen Vorteil. So sehen die originalen Axtköpfe aus, die der Michael für uns gekauft hat. Haben hier mit der Grammzahl 600 Gramm angegeben. Hier kann man immer sehen, wie es dann im Endeffekt aussieht. Das heißt, wir haben einen ungefähren Grammverlust von 200 Gramm. Circa 400 Gramm wiegen die jetzt nur noch und sind damit eben deutlich leichter, haben aber immer noch ungefähr die gleiche Klingengröße. Nachdem die Axtköpfe bruniert wurden, haben wir aus unseren Griffhölzern die ungefähre Stielform herausgearbeitet. Machen wir kurz Kontrolle machen. Ja, ist super. Hast du mal. Passt auch so gerade drauf, ne? Bisschen aufgemittelt. Ja. Ja, passt so gerade drauf. Hast du dir das Design von dem Griff selber irgendwann mal aus oder gibt es da so ein Standardmaß? Da gibt es alle Maße der Welt. Warum ist der relativ gerade und nicht so fürchterlich geschwungen? Weil man erstmal bei so einer kleinen keine Federwirkung im Stiel braucht und du kannst ihn besser als Hammer benutzen. Das sieht zwar total toll aus, aber wie gesagt, die Hammerfunktion ist dann eingeschränkter und jetzt kommen wir langsam ins Eingemachte, die Jahresringe laufen nicht aus. Und das ist jetzt so ein bisschen die Holzkunde, mit der wir uns auch befassen beim Bogenbau. Du hast ja hier die Jahresringe und die sind ganz besonders wichtig. Die sollen beim Axtstiel nämlich immer stehen. So lernt man am besten, ne? Wissen wiedergeben. Ja. Und zwar müssen diese Ringe hier, diese Jahresringe, genau, die müssen senkrecht sein, also stehen und nicht waagerecht sein. Und da liegen sie. Und da sind sie waagerecht. Okay. Ändert das was in der Stabilität von genau der Axt? Das kommt jetzt. Das hier zum Beispiel, ja, ist jetzt ein durchgeschnittener Bogenstab. Das ist das Profil eines englischen Langbogens. Und da sieht man deutlich, dass die Jahresringe liegen. Diese liegenden Ringe geben die allermeiste Stabilität im Bogen, wenn der sich verbiegen soll. Und wenn ihr jetzt mal den hier anschaut, der hat jetzt seine liegenden Ringe und der hat obendrauf noch ein zusätzliches Stück Holz draufgeleimt bekommen, dieser Bogen. Und da stehen die Ringe, weil die im stehenden Zustand zwar biegsamer sind, aber stabiler und nicht durchbrechen. Mhm. Dieser liegende Ring neigt immer eher zum Brechen als der stehende Ring. Deswegen auch dieses aufgeleimte extra Stück Holz obendrauf. Das gibt dann die Bruchstabilität. Und darum stehen bei uns in der Axt auch die Ringe,
Das hast du hier ganz besonders extrem. Und das ist fast eine Garantie dafür, dass der irgendwann mal bricht. Jetzt machen wir den hier. Dann machen wir am besten so rum. Weil hier kommt ja nachher der Axtkopf drauf. Und den müssen wir anpassen. Wenn wir jetzt diese Seite nehmen würden, haben wir diesen schäppigen Ast hier im Weg. Deswegen nehmen wir lieber dieses Stück. Das ist nämlich schön sauber. Ich lasse hier immer mal ein bisschen über oben einfach immer mal gerne. Ja. Mhm. Ja gut, wegschneiden kann man es halt auch immer noch. Absägen ist immer besser als dran schneiden. Ne? Wenn hier hinten so eine Einspannhilfe hat, dann kann man auch mal lang durchziehen. Ne? Ja. Und muss ja nicht immer rumwechseln. Und nachher beim Einstielen schlage nichts kaputt. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Sabrina hat sich Holunder ausgesucht für den Axtstiel und ich habe mir Eibe ausgesucht. Holunder, weil das leichter ist, ne? Aber es ist trotzdem immer noch hart. Genau. Immer noch hartes Holz. Und du hast Eibe, weil es schön aussieht. Es sieht, ja, ich finde schön, aber es ist auch nochmal eine Spur härter und ich habe Eibe tatsächlich auch noch nie bearbeitet und das würde ich gerne mal machen. Mhm. Also grundprinzipiell eignet sich jedes Bogenholz auch als Axtstielholz. Okay, also wenn wir das nicht hinkriegen, dann machen wir noch ein paar, ne? Aber jetzt haben wir zwei Varianten. Entweder ihr quält euch die Dinger jetzt aus der Form oder wir ziehen die eben kurz über die Bandsäge. Unsere Griffe sind fertig, geschnitten zumindest. Hinten am Griff haben wir noch ein Stückchen dran gelassen, damit wir den nachher reinklopfen können, also damit es einfach ein bisschen besser bearbeitet werden kann. Du bitte auch einmal hier gerade schneiden, unser Kantholz sozusagen. Ja. Hier den äußeren Strich oder den inneren Strich? Hier laufen unsere Ringe, genau, auf dem äußeren. Ja. Auf, okay. Hier ist noch so eine kleine Ecke. Perfekt. So, den müssen wir jetzt abrunden. Das ist unser Kantholz. Das erste, was ihr jetzt macht, ihr brecht hier einfach erstmal nur stumpf die Kanten auf allen Seiten. Und dazu empfehle ich mal erstmal diese einfachen Holzraspel und geht da einfach stumpf über die ganze Länge. Die ist schon fertig, ja? Mhm. Aber hier hinten 45 Grad, einfach mal eine Phase dran machen. Ja, das ist so der erste Arbeitsschritt, rundherum. Mhm. Und wenn ihr dann nämlich mit der Raspel diese Kante brecht und diese Kante brecht, sprich hier oben und von der Seite, dann habt ihr schon fast rund. Mhm. Okay, das erfordert jetzt schon ein bisschen mehr handwerkliches Geschick, wa? Das Einzige, und deswegen habe ich euch hier, male ich euch hier oben die Achse schon mal auf. Ihr dürft auf keinen Fall da oben die Striche wegmachen. Sonst wird das da oben nämlich zu dünn. Ja? Mhm. Der Axtkopf muss ja nachher angepasst werden. So weit hier wegrunden, dass ihr hier an die Striche dran kommt. Ja? Der Strich muss stehen bleiben hier oben. Egal, was ihr da macht. Ich merke schon sofort, wie viel bequemer das an dieser Stelle ist, anzupassen. Ja. Das fühlt sich gleich schon viel besser an. Nicht, ob das gleichmäßig ist. Ich weiß es auch nicht. Als wenn ich eine Möhre geschnitten hätte. Cool. Ja, ne? Hau den. Ich bin jetzt mal kriminell. Probiert alles aus. Aber irgendwie fand ich die große, damit hat es in mir besser geklappt. Echt? Ja. Boah, was kann ich mir schrecken, ey. Das ist ja so cool. Okay. So, Stiel. Die sind deswegen auch richtig geil, weil die haben ordentlich stabile Griffe. Mit Fixblade und hohlen Nieten und alles so leicht wie möglich, komme ich da auf fast Hälfte Gewicht. Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist irre. Das ist irre. Bei diesem Modell musst du immer hier einen Schutz drauf haben und natürlich irgendeine Köcher
Tasche, wo das Ding ja noch reingeht. Ne? Ansonsten finde ich die viel geiler. Ich finde die wie, du kannst die auch wieder an deine Hand anpassen, auch mit der Länge, wie du so brauchst. Und dann gerade die Silky-Griffe, die sind extrem schmal. Die sind wirklich extrem schmal. Muss man sich echt dran gewöhnen. Diese ganzen Zugsägen sind eigentlich für Obstbaumschnitz, bla bla bla, also für nasses Holz. Die Silkys funktionieren nur so gut, weil sie sind einfach die besten. Wir sind voller Bezahnung und allem und voller geil, endgeil. Da kannst du trockenes Holz ganz fantastisch mit sägen. Diese Dreieckszahnungen sind eigentlich besser für trockenes Holz. Und dieses Hin und Her wühlt auch gerne den Schnitt zu. Und die Barco hat Dreieckszähne ohne Ende, aber nicht einen einzigen Räumer. Aber normalerweise hat eine Dreieckssäge die dreieckigen Zähne. Und nach so einer Zahngruppe von 3-4 Zähnen kommt auf einmal so ein ganz komisches Teil. Das ist bei der Kettensäge eigentlich auf der Kette auch was. Genau. Ja. Und das hat die Barco zum Beispiel auch nicht. Mhm. Das ist eine super Bastelsäge für Haselnussstückchen und bla und blub. Aber um da Brenno zu machen abends, ist die Barco echt, und die ist auch noch kürzer. Es ist eigentlich immer die gleiche Situation. Du baust abends dein Lager auf, du machst dir dein ganzes Holz fertig, was du brauchst für den Schalterbau, bla und blub. Und dann machst du dir dein Brennholz fertig für den Hobo. Und dann feuerst du dein Hobo und kochst dein Essen und dann wird es dunkel. Und dann geht das Holz aus. Und dann geht's los. Irgendwo werden in der Kopflampe noch irgendwelche Äste aus dem Busch gezogen, ab zur Lagerstelle, und dann musst du dann auch noch klein sägen. Die Arbeit muss von der Hand gehen. Und wenn das nervig wird und lästig wird und ich müde werde, dann ist das nicht das richtige Werkzeug. Mit dabei. Kommen die ganzen orange Späne von dir ab hier. Äste sind für die Zieglinge nichts. Da muss man wieder mit der Feile bei oder gar mit halb rund. Ah ja. Das ist nicht jetzt. Da kennst du gar nichts, die Katze. Ich habe jetzt mit der Eisenfeile das Holz schon relativ glatt hingekriegt und ich werde das mit dem Zieheisen, das ist so ein traditionelles Werkzeug aus dem Bogenbau, die kleinen feinen Macken noch rausmachen und das Ganze, also damit es einfach schön geschmeidig in der Hand liegt. Habe ich auch diese Kerzenöfen entdeckt zum selber bauen. Ich habe das Ding mal hier zu Hause getestet, bei minus 5. Habe ich meinen Schalter aufgebaut, das Ding da reingestellt und nach einer Dreiviertelstunde hatte ich plus 2 Grad da drin. Krass. Aber das ist schon interessant. Nur mit so kleinen Teelichtern. Nur mit kleinen Teelichtern. Das macht jetzt keine T-Shirt-Temperatur, aber das macht so, dass du aus dem Frostbereich raus bist. Und dann dachte ich mir, sowas brauchst du für extrem draußen. Und dann habe ich mir diese Dose gebastelt. Die funktioniert super. Ja. Und das ist ein relativ leichtes Ding. Ich brauche nur immer noch einen extra Pouch. Bombe, richtig. Ja, das ist auch noch so ein Thema, also Shelter bauen. So, da muss ich mich auch noch mit auseinandersetzen. Also, das ist schon kaputt gemacht. Du hast jetzt hier einfach Löcher reingebaut, ne? Mal ja, die braucht halt Sauerstoff und die warme Luft steigt halt da raus. Ne? Und hier oben, das wird doch richtig heiß. Ich muss einen Kaffee draufstellen. Habe ich auch schon dran gedacht. Dafür reicht es wieder nicht. Gedankengänge wert, sowas mal dabei zu haben, wenn du dann so ein geschlossenes Shelter irgendwie hast. Ja, und das, wie du sagst, schon 5 bis 7 Grad mehr, das ist schon. Ja, also 5 Grad hat mir das Ding. Darfst natürlich jetzt nicht irgendwie ein Pyramidenzelt mit einer hohen Spitze, ne, weil die Wärme steigt ja hoch, sammelt sich oben. Und wenn du jetzt Zelt mit oben viel Raum hast, es kühlt ja auch von außen, dann ist der Effekt nicht so groß. Ja. Also muss schon was Niesiges sein. So ein Mann Kuppelzelte oder sowas, weißt du, dafür ist das einfach top. Ja. Ja, sehr schön. Das sieht schon richtig nach was aus. Das sieht schon richtig nach was aus. Ja, weil dann geht's jetzt schon bei dir los, weil das Ding muss ja da drauf. Das heißt, wir müssen jetzt hier oben so einen Zapfen anbauen, wo der drauf geht. Okay. Und den müssen wir dann anpassen, dass der Achskopf dann nachher auch da sitzt. Und der wird dann einfach reingeschlagen, oder? Ja, der wird nach und nach reingeschlagen. Okay. Ja, kommen wir dazu. Deine Aufgabe ist es jetzt, das Ding hier oben zu verjüngen, so ab da ungefähr. Von da aus arbeitest du dich jetzt schräg nach oben, verjüngst das Ding,
damit wir denn hier auf den Bleistiftstrich kommen. Bleistiftstrich muss stehen bleiben. Ja? Ja. Lieber ein bisschen mehr stehen lassen als zu wenig. Wegmachen kann man es immer und dann passen wir das Ding nach und nach an. Da und da, vorsichtig, lieber ein bisschen mehr stehen lassen als zu wenig. Wäre blöd, wenn zu viel weg ist, dann fängt das Ding nämlich an zu wackeln. Und wenn der Zapfen nachher steht und das Achsblatt passt drauf, dann kommt hier oben noch mal ein Sägeschnitt rein, halbes Haus tief und dann kommt der Achskopf drauf und dann kommt mit dem Keil, Holzkeil mit Leim mit oben reingedroschen. Ja. Dann dehnt sich das aus und dann sitzt richtig bombenfest drin. Genau, spaltet sich das auf und sitzt bombenfest im Kopf. Okay. So, ist so ein bisschen Gefühlssache, kann man nämlich schlecht einmessen. Mhm. Muss man so ein bisschen... Ja, das sieht doch gut aus. Das wird nachher wird noch ein Thema sein, was uns beim Aufstielen nochmal richtig begleitet. Aber das erfahrt ihr dann am eigenen Leib. Das ist so traurig, das hat man das gerade so schön gemacht und jetzt muss man das wieder zerstören. Ich habe übrigens schon eine kleine Macke hier irgendwo. Guck mal. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich hab Mach den nicht weg. Von der anderen Seite, guck mal, von der einen Seite ist das was hell. Von der anderen Seite. Ja, das ist schon geil. So, und wenn du ziemlich auf dem Strich bist, dann kannst du mal dir angewöhnen, beim schmaler machen, nur bis zur Kante zu raspeln und nicht durchzuziehen. Mhm. Weil das wird nämlich nachher spannend, wenn der gleich das erste Mal so drauf getickt ist und zeichnet uns an, wo noch Holz weg muss, durch das Schrammen, siehst du das? Denn dann darfst du auch wirklich nur da Holz wegarbeiten, wo der noch reibt. Und jedes Mal, wenn du durchziehst nach vorne, machst du den schmaler. Und diesen Vorgang des Draufsteckens, gucken, wieder runternehmen, nacharbeiten, das machen wir ein paar Mal. Wenn du das 5, 6, 8 Mal gemacht hast, dann ist der da oben nämlich nachher nur die Hälfte. Deswegen kannst du jetzt eigentlich schon mal anfangen, so dran zu gewöhnen, wenn du die Verjüngung machst, bis zur Kante mit der Raspel und nicht ganz elementar. Die Schreiner brauchen diese Ziehklingen. Ja, noch nicht ganz. Muss noch ein Stückchen weg vorne. Ja, hier vorne sind noch ein bisschen breit. Wie sagte mir mal so eine alte westfälische Oma, auf einer Tischdecke mit Blaudruck arbeiten. Ein Stempel muss immer schief sitzen, damit man auch sieht, dass es von Hand gemacht ist. Die hat sogar absichtlich einen schief gesetzt, damit man sieht, dass es handgemacht ist. Also ich finde, man sieht besonders die Eindrücke von dem Schraubstock. Schraubstock, ja klar, natürlich. Ja, das ist immer ein bisschen doof. Muss man dann nachher wieder wegarbeiten. Dann kannst du nämlich hier rumlaufen. Von allen Seiten. Ja, genau. Ich habe aber das Gefühl, bei ihr wird das viel glatter als bei mir. Das liegt am Holz. Das ist eine Härte, ne? Das ist die Eibe. Das macht mehr Sinn. Mit dem Verschlanken hier oben. Okay. Ich glaube, ich bin auch tatsächlich schon auf dem Strich. Ja, genau. Ja, man sieht auch richtig, wie das so konisch zuläuft. Hast du nämlich schon so den allerersten ganz leichten Abdruck, das sieht man noch kaum, muss sich noch ein bisschen filigran ranarbeiten und wenn der denn das erste Mal so einen halben Zentimeter reingeht, dann siehst du richtig, wo das Metall das Holz noch wegschiebt und wo es klemmt. Kommt der Austreiber. Ah ja, okay.
Weil immer wenn der Axtstiel auf dem Beton landet, kriegt er Macken. Deswegen muss der Deckel da liegen. Jetzt siehst du genau, wie es muss. Da ist passig und alles, was jetzt aufbürdet, nach hinten wieder weg. Anarbeiten. Gut. Und diesen Vorgang machst du so oft, bis der Kopf sitzt. Und wir haben noch ein bisschen was vor, glaube ich. Ja, wollte gerade sagen. Aber ihr dürft auch nochmal wiederkommen. Also wir müssen nicht alles machen, wenn es dann im Wochenende ist. Auch so ein kleineres oben. Dass der Ast hier, der macht ja immer eine ganz krasse Blockade. Also dieser Riss kann gar nicht weitergehen als nur bis zum Ast. Das sieht super aus. Das sieht alles super aus. Ich will nur mal gucken, ob die schon voneinander kommt. Ja, guck, jetzt kommt die nämlich schon von alleine. Und jetzt stellt die sich nämlich auch schief. Deswegen. Was sagst du? Ja, wird doch. Mühsam ernährt sich das eigentlich. Ja, okay, so. Ich noch ein paar Zentimeter von oben gesehen. Ja, also ich glaube, mehr geht nicht. Das ist schon alles hier prima. Vorne haben wir irgendwie zu viel Holz weggebaut. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Wie war das bei dir schon drin? Weiß ich nicht. Ja, es kommt. Das ist ja interessant. Hier hast du schon so viel. Geht gar nicht. Du machst Sache. Ich finde, solche Sachen dürfen auch kleine Macken haben. Ich finde, die müssen nicht perfekt sein. Ja, und was man nicht vergessen darf, solche Dinger gelingen beim allerersten Mal nicht unbedingt super perfekt. Ja. Das sind so Sachen, die gehören so ein bisschen zum Bereich Kunsthandwerk. Das muss man ein paar Mal machen, bis das wirklich richtig geil wird. Der schiebt da gar kein Holz mehr weg. Das ist mir irgendwie unheimlich. Ja, Tatsache. Ja, da haben wir endlich mal. Da zahlt's. Der fliegt bestimmt. Wie fühlst du dich so auf einer Skala von 1 bis 10? Das ist ganz schön warm, aber es macht Spaß. Und man muss ganz schön Geduld beweisen, aber ich finde es cool, also sich Stückchen für Stückchen daran zu arbeiten. Sieht das so bei dir aus hier? Okay. Das könnte ja sein. Der wird jetzt was. Fehlt nicht mehr viel. Zeig mal. Oh ja. 1 Zentimeter. Anderthalb. Das, ja, ungefähr. Also das Haus ist 3,5 fast und halbes Haus tief ist dann so 1,7 so ein Dreh. Es kommt auf einen Millimeter nicht an. Mhm. Wir sind hier ja in angepasster Version unterwegs. Wir hauen den Keil rein, dann guckt der Keil ja über und den müssen wir dann abschneiden. Und wenn du mit der Eisensäge beim Abschneiden aus Versehen über den Achskopf schubbelst, dann schrabbelst du die Brunierung weg. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, bei Bleche, die wir da drauf tapen können, dann können wir übers Blech schneiden, um die Brunierung zu verschrammeln. Das war mein Gedanke. Die wupp, flupp, drauf, fertig. Ja. Sabrina ist auch schon fertig mit den Nerven. Ja. Ist drauf? Nee, noch nicht. Doch nicht so schnell, schnuppdiwupp. Aber schon ganz ordentlich. Dauert nicht mehr, ganz lange, dann ich das auch schon. Guck mal, er hat hier gar nichts gezeichnet. Du bist jetzt an der gleichen Stelle wie Lorena gerade. Nein. Wir müssen nochmal. Das ist deine Seite. Sitzt schon. Sitzt schon. Fertig.
fertig. Na gut. Das ist sehr lieb. Darüber freue ich mich sehr. Keine Macken mehr reinkommen. Wenn du den so fein geschliffen hast. Cool. Gut, ne? Dann kriegt er jetzt seinen Keil. Hartholzkeil? Den müssen wir gleich reinschlagen mit dem Hammer und der muss was aushalten. Das funktioniert nicht mit irgendwelchen Weichhölzern, Edellaubhölzern. Das muss schon richtig Hartholz sein. Und das ist jetzt Roteiche, weil ich sie gerade hatte. Ja, also normale Stieleiche funktioniert auch. Buche geht auch. Akazie ginge auch. Aber, weil wir die auch einleimen, wie ihr seht. Ja, das riecht gut. Von dem Holzleim? Ja. Das ist ein ganz normaler Holzleim, ne? Ja. Mm, okay. Ja, wasserfester, aber die sind ja auch nicht fast alle wasserfest. Wäre es auch interessant, wenn wir ein Holz haben, was sich verleimen lässt. Okay. Es gibt nämlich tatsächlich Hölzer, die lassen sich nicht gut verleimen. Und dazu gehört zum Beispiel die Tropenhölzer. Ich könnte zum Beispiel auch einen Keil aus Ipe machen. Das ist ja hier. Ipe leimt aber nicht. Das geht nur mit zwei Komponenten Epoxidharz mit Temperatur und bla und einem Mosstheater. Einheimische Hölzer oder alle, ich sag mal, alle gängigen Hölzer, die man bei uns findet, leimen alle ganz gut. Jetzt müssen wir den hier mutig da reindreschen, bis es nicht mehr geht. Und irgendwann löst er sich auf und dann ist genug. So, und jetzt hat er sich da reingekeilt. Richtig schön reingekeilt. Presst. Und das kriegt man jetzt, also den Axtkopf bekommt man jetzt auch nicht mehr ab. Nee, das ist Sinn der Sache. Ja. So, das ist jetzt mal ein Test. Nur meine Bleche müssen auch da bleiben, wo sie jetzt sind. Das ist jetzt das Problem. Nimm doch jetzt so mal bitte mal so dieses schwarze Panzerband da. Genau. Und mach mal einfach mal hier mal. Da mal so, ja so riesig braucht er gar nicht werden. Achso, ich dachte, ich soll jetzt einmal hier so einen. Erstmal so, genau. Erstmal so zum Fixieren. Geht nur darum, wenn wir jetzt einen Schnitt machen, dass hier das Sägeblatt übers Metall schubbert und nicht auf den Axtkopf. Das ist alles. Okay. Mehr will ich gar nicht. Ich glaube, ich bin genial. Jetzt können wir auch noch ein bisschen schleifen hier oben. Das ist dann nicht mehr ganz so dramatisch. So ein bisschen glätten wenigstens hier. Mhm. So, und jetzt? Ah. Voilà. Und dann ist das Bombe. Das Einfachste ist jetzt nämlich hier, wie ich die Linie angezeichnet habe, einmal mit der Säge kannst du so Schnitte machen. Mhm. Dann musst du das ein bisschen rund kriegen. Da habe ich also den ganzen Knauf komplett abgerundet. Ja, okay. Kann man machen. Macht ist aber auch viel Arbeit. Naja, du hast ja Zeit, ne? Ich habe ja Zeit. Ich habe ja noch ein bisschen was zu tun hier. Einfachste ist halt halbrund, sauber schleifen und dann einmal die Kante rundherum brechen, dann sieht das so aus. Ja. Ja? Ist übrigens auch ganz wichtig, dass das nach hinten abfällt, weil, nimm das Ding mal in die Hand. Ganz ziemlich hinten, so am Knauf. Mhm. Wenn du jetzt diese Bewegung machst, dann merkst du, dass der Knauf da hinten in die Hand drückt. Aber das ist, finde ich, total unpraktisch, weil du hast immer hier diesen Druck hier hinten im Handgelenk. Kannst du mal testen. Ach so, ja. Ne? Ja, man merkt es total hier. Du merkst total, genau. Das hast du bei denen hier nicht. Die fallen da hinten ab. Lass mich! Nee, das ist schon gut, ich weiß, das ist halt. Genau. Nee, aber das macht Sinn und deshalb sind die dann immer hinten abgerundet. Deswegen fallen die immer nach hinten ein bisschen ab. Tut ja auch. Aber man sieht viele Äxte, die hier hinten wieder hoch. Ja, ich weiß. Man sieht wirklich, also. Ja, das liegt immer noch ein bisschen am Verwendungszweck. Warte mal, ich zeig euch mal in der Hand. Nee, ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Also, nicht mal die hat es so wirklich betont. Aber da ist es ja auch mit beiden. Das ist die 1000 Gramm Iltis Fellaxt.
die bedienst du ja auch ganz anders. Ja, genau. Ne? Damit hast du nicht diese Spielearbeit. Ja. Und das ist halt interessant. Ne? Das ist voll die Kinderaxt im Leben. Ja, das ist was fürs richtig Probe. Oh, du schon wieder. Die ist so ein bisschen pausbäckig so. Das ist die, die das Wasser trinkt. Die schnauft. Ja, die ist so ein Katzenschnupfen-Aspirant. Eigentlich müssen wir mal wieder los mit der. Boah, das gefällt mir gut irgendwie. Das sieht da schön aus. Gut, dann mache ich jetzt den Knauf. Du machst Knauf. Der bleibt ja jetzt dran. Der ist fertig. Ja. Ich mache jetzt hier noch den Stiel schick, schneide einmal hier einen geraden Schnitt und einmal hier. Das ist alles prima hier. Wir sind fast da. Ein bisschen noch, ne? Genau, wir sind fast da. Es braucht nicht mehr viel. Machst du auch den Schnitt und dann schau mal, was passiert. Moment, also ich habe mich gerade geschnitten an der Axt hier vorne. Es ist unglaublich scharf. So, und Michael hat dazu was erzählt. Warum? Warum habe ich mich verletzt? Woran kann das liegen? Nicht an meiner eigenen Blödheit, weil ich da was in den Hintern gekommen bin. Nein, es liegt natürlich an der Ausstrahlung des Holzes, mit der okay, ja. gearbeitet hat. Weil wir arbeiten ja hier mit Eibe. Man muss wissen, dass jede Holzart, jede Pflanze auch so ein bisschen ein mentales Thema hat und auch ein mythologisches Thema. Und Eibe hatte ein ganz, ganz besonderes Thema, weil Eibe war schon bei Germanen und Kelten, der Baum der Toten, und wurde um die Gräber gepflanzt. Eibe ist auch eine hochgiftige Pflanze, von der Nadel bis zur Beere. Die Beere allerdings nur, wenn man den Kern runterschluckt, genau, ja. Spuckt man den Kern aus, kann man das Fruchtfleisch sogar essen. Aber ansonsten ist an der Eibe einfach alles giftig. Mhm. Eibe ist einfach extrem giftig. Englische Langbögen zum Beispiel im Mittelalter wurden aus Eibe gemacht und brachten den gefiederten Tod. Wenn man das Ganze noch so ein bisschen verfolgt, dann rechnet man das zusammen und kommt das Ergebnis, die Eibe ist einfach mordsgefährlich und der puristische Tod. Und wenn man sich denn mit einem Holz beschäftigt und tut sich dabei weh, darf man sich nicht wundern. Das stimmt, ja, aber zu viel Holzschwede geschnüffelt. Ja, du hast den Holunder, ne? Der ist ja genau, ein bisschen freundlicher. Ich habe den Holunder und das ist der intuitive Holzstamm. Und haben wir gerade gelernt. Stärkt es meine Intuition. Und es stärkt meine Möglichkeit, mich zu verletzen. Gut, wir haben zwei komplett gegensätzliche Äxte, merke ich schon. Mal gucken, wie wir da nachher umgehen. Teufel, ne? Was da jetzt noch drauf fehlt, ist die Türsrunde. Die, okay. Die Kriegerrunde. Ja. Ja, die mache ich drauf. Ich habe doch gesagt, ich möchte irgendwas einbrennen. Irgendwas werde ich einbrennen. Gibt's da was ganz Spezielles? Runen sehen einfach so geil aus. Friedensrunen oder so? Ja, so wie ja. Die klassischen Runen der Glücks oder so. Gibt's doch ganz viel. Also ich muss ja jetzt, ich habe mich ja nicht am Holz verletzt. Ich habe mich ja nicht am Holz verletzt. Ganz sicher. Was wollte ich denn überhaupt gemacht haben? Kannst du überhaupt mal was mit dem? Ich kann noch, ich habe noch 4 funktioniert, 9 funktionierende Finger. 1, 2, 3. Ich bin mir noch nicht sicher. Also ich mache erstmal die Rundung. Ja. Dann, ja, nee, so möchte ich es nicht haben. Ich würde es schon eckig lassen, glaube ich. Stirnholz zu bearbeiten ist immer echt eine Nummer.